Schon jetzt bekommen Sparer so gut wie keine Zinsen mehr für ihr Geld. Sie dürfte die Entscheidung der Europäischen Zentralbank erneut frustrieren. Auf gerade mal 0,05% senkten die Währungshüter den Leitzins. Ein fast schon verzweifelt anmutender Versuch, die schwächelnden Volkswirtschaften der Eurozone anzukurbeln. Shakuntala Banerjee. Die Entscheidung war keine einstimmige und doch reichte es für Mario Draghi, um seinen Kurs im EZB-Rat durchzusetzen. Leitzins runter, Strafzinsen für Banken, die ihr Geld nicht in Umlauf bringen, rauf. Und nicht nur das. Darüber hinaus wird die EZB Asset-Backed Securities kaufen. Ein Paukenschlag, denn Asset-Backed Securities galten seit der Lehman-Pleite als giftige Wertpapiere. Jetzt sollen sie Europas Wirtschaftswachstum ankurbeln und das geht so. Hat eine Bank zu wenig Geld, um dieses an die Wirtschaft weiterzugeben, kann sie alte Kredite zu sogenannten ABS, den Asset-Backed Securities, bündeln und als Paket an die EZB verkaufen. Aus den Einnahmen könnten dann neue Kredite für Europas Unternehmen werden, eine Konjunkturspritze, die die Entwertung des Euro stoppen soll. Die Maßnahmen heute werden sicherlich keine Garantie sein, dass wir die Deflation abwenden können. Allerdings muss uns auch bewusst sein, wenn wir einmal in der Deflationsphase drin sind, dann ist es zu spät. Tatsächlich sinkt die Inflationsrate im Euroraum seit Jahren. Jüngster Stand 0,3 statt erwünschter 2%. Trotzdem halten Kritiker wenig von den neuen EZB-Maßnahmen. Kauft die EZB diese Papiere auf, so macht sie de facto den Steuerzahler haftbar, nimmt ihn in die Garantieverpflichtung, denn wenn diese Kredite ausfallen sollten, muss der Steuerzahler im Euroraum dafür gerade stehen. Das heutige Paket soll übrigens das letzte dieser Art sein. Geht es nach Mario Draghi, müssen Europas Regierungen jetzt endlich selbst für mehr Stabilität sorgen.